Ich will einen Brief vorlesen von Swami Shivananda, den er uns geschickt hat im Jahr 1942. Und Swami Shivananda schreibt: Freundinnen und Freunde, in allen Wesen wohnt die unsterbliche Seele Atman. Dieses alldurchdringende Selbst, Atman, ist die Stütze für diese Welt, diesen Körper, dieses Leben. Gemüt, Intellekt, Sinne beziehen ihre Intelligenz, ihr Bewusstsein von diesem Atman, diesem Selbst. Du bist nicht dieser vergängliche Körper. In Wirklichkeit bist du dieses Selbst, dieser Atman. Sei dir bewusst, du bist Atman, kein Körper, kein Gemüt, keine Psyche. Fühle, ich bin das unsterbliche Selbst. Wiederhole diesen Satz geistig wieder und wieder. Das wird dich auch in gefährlichsten Stunden völlig furchtlos machen. Tattvam Asi, das bist du. Swami Shivananda hat diesen Brief geschrieben, 1. März 1942. Er hat eben auch gesagt, es wird euch in dieser gefährlichen Stunde furchtlos machen. Bis was 1942 war, ich weiß jetzt nicht genau, an wen er das geschrieben hat, da steht nur Friends auf Englisch. Und dieser, selbst also im Krieg ist diese Bewusstheit, ich bin das unsterbliche Selbst, das, was einen Trost schenken kann. Die äußere Welt kann untergehen, Körper kann in Gefahr sein. Gut, die wenigsten der Anwesenden sind jetzt in manifester Kriegsgefahr, obgleich so weit ist das auch nicht weg. Syrien, Jemen, manche Teile Afrikas. Aber von unserer Lebenswirklichkeit weit entfernt. Aber wir haben genügend andere Gründe, uns öfters mal Sorgen zu machen. Eigener Körper, Körper von anderen. Mindestens einmal die Woche singen wir hier Om Trayambakam für jemanden, der früher diese Welt verlassen hat, als man normalerweise die Lebenserwartung hätte. Was nicht heißt, dass jemand ist, den ich persönlich gekannt hätte, aber Menschen schicken ja, bitte schicke Om Trayambakam. So wird man immer wieder damit konfrontiert. Leben geht früher zu Ende. Das heißt, dass ein Drittel bis zu 50% der Ursachen von Krebs unter eigener Kontrolle liegt, durch einen gesunden Lebensstil. Was heißt, zwischen 50% und 2/3 ist es eben nicht. Wir können die Wahrscheinlichkeit senken, einer bestimmten Altersgruppe Krebs zu bekommen, vielleicht auf die Hälfte, aber eben nicht weiter. Man kann, es ist nicht in unserer Hand. Und Menschen, mit denen wir verbunden sind, sind auch dem unterworfen. Unsere Psyche ist bis zum gewissen Grad, können wir auch mit der Psyche einiges tun. Wir können meditieren, Yoga üben und so weiter. Aber auch hier, alles ist nicht in unserer Hand. Noch weniger ist in unserer Hand die Psyche von anderen. Auch wenn man das immer wieder denkt, mit steigender Vehemenz probiert man die Psyche von anderen zu ändern. Man hat sogar mal gedacht, wenn man eine spirituelle Gemeinschaft aufbaut, dann gelingt es einem, einen Menschen mit zu mitfühlenden Wesen zu inspirieren. Zum Teil ist es ein kleiner Faktor, der dazu beitragen kann, wenn man als Yoga-Lehrende unterwegs ist. Aber eben auch nur zum Teil. Und natürlich hat das alles auch seinen Sinn und da gibt es karmische Gründe und das ist alles gut und wir können probieren, so mitfühlend und so einfühlsam wie möglich zu reagieren und gleichzeitig hohe Ideale aufrechtzuerhalten. Und manchmal zwischen diesen beiden Polen spirituelle aufrechtzuerhalten und zu leben und mitfühlend und einfühlsam zu sein mit sich selbst, mit anderen, können
einfühlsame Aspiranten selbst zerbrechen. Kann man entweder so ist es, oder wir können uns bewusst machen, die Welt ist ein relativer Ort, wo wir tun können, so gut wie wir können, wir lernen so gut wie wir können und wir wissen, du bist das unsterbliche Selbst, ich bin das unsterbliche Selbst. Swami Shivananda sagt, Tattvamasi, du bist das unsterbliche Selbst. Und wir können antworten, Aham Brahmasmi. Das, was wir wirklich sind, nicht der Körper, nicht die Psyche. In Indien sagt man, wenn man während man spricht, eine Glocke läutet, ist es besonders. Richtig. In einem indischen Ashram läutet übrigens die Glocke ständig. Da hat er die Smartphone-Nutzung innerhalb von Satsangs recht viel verbreiteter ist als in Deutschland. Aber wir können uns das jetzt nochmal besonders zu Herzen nehmen. Tattvamasi, das bist du. Aham Brahmasmi, ich bin das unsterbliche Selbst, der Atman. Und das relativiert alles andere. Und dann können wir mit Gelassenheit und Gemütsruhe und manchmal auch mit innerem Chaos an den Tag gehen. Aber heute hoffentlich mehr mit Gelassenheit und mit gespannter Neugier und dem Wunsch zu forschen und selbst zu forschen. Nummer 800. Schicken damit Gedanken von Licht, Liebe und Heilung, Wohlwollen in alle Richtungen oder zu einem Menschen, dem wir jetzt besonders Heilenergie schicken wollen. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivatanam Urvarukameva Bandhanan Mrityoramukshiyamam Vritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivatanam Urvarukameva Bandhanan Mrityoramukshiyamam Vritat.